Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Dragon Quest 11. So, in der letzten Folge hat sich Veronica uns angeschlossen. Jetzt möchte ich... Ah, wir bekommen sie aber hier noch rechts gar nicht angezeigt. Okay, wir sollen nämlich ihre Schwester suchen, die, wir sollten auch westlich... Wir sollten, nach Westen, meine ich, ja. Ich glaube, das eine Erinnerung gehabt zu haben... Die letzte Folge, die ist mal gerade vor 6 Stunden her, habe ich die aufgenommen. Zwar nämlich heute Morgen. Wir sollen aber jetzt noch den Vater suchen, ne? Der Vater muss hier noch irgendwo sein. Den möchte ich noch suchen, denn das andere Mädchen, das wartet ja in der Kneipe. Wir haben ihr versprochen, dass wir ihren Vater suchen. Da die Treppe hoch steht unser stolzer Schmiede. Bestaunt, ihre Pracht. Ja, stimmt. Der ist ja hier oben gewesen. Der Schmiede. Die Mission, ja, auch da müssen wir nach Westen, um die zu erfüllen. Okay, das hier kommt mir auch sehr bekannt vor. Das hat er beim letzten Mal auch gesagt. Hallo? Frau Miku ist hier. Sie lotst uns stets durchs Leben. Ein Licht im Dunkeln. Ja. Ich denke aber nicht, dass der Vater hier oben sein wird. Moment mal. Ja, hat doch auch noch ein Mann gestanden, ne? Ich kann mich aber auch nicht erinnern, dass irgendjemand seine Tochter suchte. Wir schauten nur zu, während Miko und ihr Sohn in den Kampf zogen. Der Drache war tot, doch zu welch grausamem Preis. Der Junge verstarb. Frau Miko trauert, unser Trost perlt von ihr ab wie Regen vom Stein. Ja, auch dieser Dialog kommt mir bekannt vor. Ich werde mal hier reinmarschieren. Vielleicht möchte sie ja das Mädchen aufnehmen, bis der Vater kommt. Okay, und Hüte, okay. Nö, auch dieser Dialog bleibt gleich. Aha. Ihr wirkt ermattet. Ermattet? Euer Blick ist sorgenschwer. Sagt, plagt euch etwas? Oh, das tut mir leid, doch es gibt eine Lösung. Die Sauna tut wohl. Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Wir suchen hier einen Vater. Ich glaube nicht, dass er in der Sauna ist. Zumal da wir sie eher in der Sauna gefunden haben. Ryu hat uns beschützt, sein Schwert. Hier, den Drachen fern. Nun lebt er nicht mehr. Mikus schweres Los. Sie beweint den eigenen Sohn. Nichts kann sie trösten. Ja, muss man das so sagen? Neben ihr... Das hätte man vielleicht auch ein bisschen anders da formulieren können. Auch wenn ich jetzt nicht so derjenige bin, der jetzt hier alles verschmücken möchte, was er sagt. Ja, also ich sag das dann auch gerade so wie es mir dann gerade im Kopf rumschwirrt. So schießt es auch raus, auch wenn das manchmal sehr unsensibel ist. Da hätte ich dann vermutlich dann eher den Mund gehalten. In dem Fall, da hätte ich dann, glaube ich, nichts gesagt. Oder hätte dann versucht, ein bisschen sensibel zu sein. So. Wohin? Des Weges. Hast du beim letzten Mal hier gestanden? Stahl. Rot wie Magma. Langsam in Form geschlagen. So entsteht ein Schwert. Blut, Schweiß und Tränen hämmern mit schmerzenden Armen. Das ist mein Beruf. Ja, das machen wir auch ab und zu. Also wir wissen, wovon du redest, gute Frau. Aber du weißt jetzt auch nichts nach einem Mann, der seine Tochter sucht? Ich hoffe doch, hier ist ein Mann, der seine Tochter sucht, oder? Ah, das hier können wir dann noch einmal aufsammeln. Die Flatterfeder. Kann das vielleicht sein, dass der Vater sich gar nicht im Dorf aufhält? Wisst ihr, was ich jetzt tue? Ich werde jetzt einfach mal das Dorf verlassen. Und wir werden ja sehen, ob wir es können oder nicht. Ob uns gesagt wird, nein, wir können das Dorf noch nicht verlassen. Aber, so wie es aussieht, lässt man uns gehen. Okay, wir sind draußen. Und sie läuft uns hinterher. Ich kann nicht immer noch streicheln, ne? Oder so, oder auch nicht. So. Nach Westen. Dort können wir auf jeden Fall... Okay.
Das können wir auf jeden Fall ans Lagerfeuer. Irgendwas war am Lagerfeuer. Irgendwas wollte ich dort machen. Ich weiß nur nicht mehr, was es war. Wo ich sagte, ich kann es kaum abwarten, bis wir wieder am Lagerfeuer sind. Ich hoffe, es fällt mir ein, bis wir dort sind. Vielleicht ist da ja auch was Neues. Ich weiß nicht mehr, was es war. Aber irgendwas war es auf jeden Fall. Reise zum Hochland von Onsen und suche in der kryptischen Krypta nach Veronikas Schwester. Und auch da habe ich mir diesen Hinweis zur Kenntnis genommen, den ich in den Kommentaren gelesen habe. Also nochmal vielen Dank an dieser Stelle, als ich doch so verzweifelt nach dem richtigen Weg gesucht hatte. Da wurde mir dann auch gesagt, ich soll im Menü einfach mal die Karte öffnen und dann bekomme ich dann auch mein Ziel angezeigt. Also vielen Dank nochmal an diesen Hinweis. Gut, dann würde ich mal sagen, ich möchte erstmal in den nächsten Kampf stürzen und möchte mal wissen, wie Veronika darauf reagiert. So, zack. Wie sieht's aus? Ist Veronika überhaupt mit im Kampf dabei? Ja, das ist sie, aber ich kann sie nicht steuern. So wie es aussieht. Oh, er flieht. Veronika benutzt was? Ach so, danke schön, aber das ist wohl hoffentlich nicht aus unserem Inventar, oder? Das wäre dann nicht so toll, weil ich wollte eigentlich sparsam damit umgehen. Obwohl, es sind eigentlich nur 10 MP, damit muss man vielleicht nicht sparsam umgehen. Okay, aber sie scheint hier wohl... Oder sie macht das so wie Sandra damals. Sie benutzt nur Sachen aus dem Inventar. Ne, Sandra hat ja dann auch immer nur Heilkraut benutzt. Meine ich zumindest, dass das so war. So, 55 Erfahrungspunkte und 31 Goldmünzen. Bekommt dann jetzt Veronika auch von den Erfahrungspunkten? Nee, vermutlich nicht, oder? Okay. So. Dann sind wir hier. Moment mal. Da muss ich auf jeden Fall hin. Hier muss ich auf jeden Fall hin. Und was haben wir hier? Klumpen Eisenerz. Ist das das, was ich benötige für meine Mission? Eisenerz? Ich glaube schon, oder? Aber das hat ja noch Zeit. Wir werden ja später nochmal zurücklaufen. So, Moment mal, jetzt muss ich erstmal die Karte wieder hier öffnen. Okay, wir sollen in die kryptischen Krypta. Aber ich würde gerne mal hier die Treppen hoch. So, was steht denn hier? Der Oshiyama Heilige Berg von Onsen. Zutritt verboten. Echt? Der Zutritt ist verboten? Aber ich kann trotzdem noch hier hoch. Ich dachte, vielleicht würde Veronika sagen, stopp, man darf nicht dort lang oder so. Aber ich meine, was soll denn schon passieren? Alles klar. Ich habe gerade voll das Flashback. Wisst ihr, woran ich mich gerade erinnere? Und zwar an Blue Dragon. Ich weiß noch, das war noch so ziemlich am Anfang in der ersten oder in der zweiten... Nee, doch, es war schon ein bisschen weiter, so in der dritten, vierten Folge... Und da hat auch ein Bär mir den Weg versperrt, der ziemlich stark gewesen ist. Ich würde dich gern probieren umzunieten. Ich würde es gern probieren. Ein Ursaminua erscheint, okay. Na dann wollen wir mal, oder? Oh, okay. Steiniger Springbrunnen, okay, das möchte ich auf jeden Fall einsetzen, damit er erstmal Damage kassiert. Genau, sie kann uns ja heilen. Naja gut, sie heilt Mike. Okay, jetzt greift er wieder an. Hier mit 19, das geht noch. Also es ist schon stramm, aber es gibt Schlimmeres. Okay. Easy peasy? Okay. Wenn du meinst. War schon anspruchsvoll, muss ich sagen. Stufe 12 hat Mike erreicht. Und 2 Talentpunkte bekommen. Und Eric hat Stufe 12 erreicht. Und 2 Talentpunkte und ein neuer Zauber. Hintertür. Haben wir doch schon bereits. Ja, ich sagte ja, sobald wir das nächste Mal einen Stufenaufstieg erreichen, dann möchte ich die Talentpunkte sofort verwenden. Und das machen wir jetzt auch. So, fangen wir mit Mike an.
Schwerter, ja, du hast ja auch ein Schwert. Geheimfeld, dieses Feld. Da dieses Feld noch gesperrt ist, kannst du sein Talent noch nicht erlernen. Schalte es frei, indem du dir die 4 angegrenzten Talente aneignest. Du musst noch 2 Talente erlernen. Okay, ich verstehe. Dann Drachenhieb, ein Angriff, der Drachen schweren Schaden zufügt. Okay, 10 Talentpunkte. Zack, die sind auf einmal weg. So, Drachenhieb gelernt. So, dann Eric. 13. Wir bleiben beim Messer. So, Schlummerstoß. Sticht einen Feind auf eine spezielle Weise, die diesen gelegentlichen Schlaf versetzt. Und hier haben wir... Okay, ja, okay, den Vipernzahn. Sticht einen Feind auf eine spezielle Weise, durch die selbiger gelegentlich versucht... Verseucht wird. Meine Güte, ich kann wieder nicht lesen. Ich sollte vielleicht auch mal einen Schluck trinken. Okay. Aber wir haben noch 6 Punkte. Okay, Schlummerstoß. Und das hier kostet schon 13. Okay, dann den Schlummerstoß. Dann halt eben. Oh, wie blöd. Das hier habe ich jetzt zu spät gesehen. Was ist das hier? Schleimschlachter. Aber das ist ja für den Bumerang, ne? Ja, okay. Gut, gehen wir mal weiter. Ich weiß, dass wir eigentlich hier noch nicht hin sollen. Oh, Zugang verboten. Ist der verbotene Bereich? Jetzt bin ich ja noch neugierig dazu. Das Tor ist fest verschlossen. Ah, das ist jetzt natürlich ärgerlich. Mist. Ich war jetzt so neugierig. Bin jetzt so... scharf drauf gewesen, da durchzulaufen. Kann ich mich hier verletzen? Toll, oder? Kann ich mich hier verletzen und lauf voll dagegen? Okay. Hier komme ich auch nicht weiter. Mike findet einen Lava-Klumpen. Okay, ich denke, dass ich hier später erst durch kann. Vermutlich wird später dann hier was passieren oder irgendjemand... kann uns hier Platz machen. Ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall geht es hier nicht weiter. Aber ich habe den Bären geschafft. Das ist doch schon mal was. So. Dann wollen wir mal den richtigen Weg entlang laufen. Aber, Moment mal. Ist das hier gesund? Okay. Hier komme ich nicht hin. Vermutlich zu heiß. Oder so, keine Ahnung. Schade. Okay. Wir kommen da nicht hin. So, Moment. Ja, nein. Ah, du haust schon von selbst ab. Sehr clever. Gut. Moment. Genau. Das habe ich gesucht. Das Lagerfeuer. Dann können wir das Lagerfeuerlied zusammen singen. Ein Bongo. Bongo. So, dann machen wir ihn fertig, diesen Bongo-Bongo. Ah, ich bin komplett hochgeheilt und meine MP auch, weil ich in der heißen Quelle gewesen bin, ne? Oh, sie greift auch an, Veronica. Und du hast ihn sogar platt gemacht. Und wir bekommen 33 Erfahrungspunkte. Okay, euch lasse ich in Ruhe. Wer hat mich gesehen? Irgendjemand hat mich wahrgenommen. So. Okay, euch lasse ich mal in Ruhe. Gut, hier komme ich nicht weiter. Gut, aber ich komme hier... Achso, ja, okay, ergibt Sinn. Aber ich komme hier zum Lagerfeuer. Schade, jetzt sieht man gar nicht, wie Veronica hier drüber läuft. Das hätte ich gerne gesehen. Hallo, ihr seid neu, oder? Neue Gegner. Hexerklöße. Okay. Ihr sieht irgendwie ein bisschen anders aus als Klöße. Jetzt nicht unbedingt wie ein Kackhaufen, so wie ein Blue Dragon. Aber die haben irgendwie was von einem Monster von Yu-Gi-Oh! Komm jetzt nur nicht mehr auf den Namen von dem Monster. Säusel. Was ist Säusel? Okay, das ist nicht toll. Säusel ist nicht gut. Säusel mag ich nicht so. Die Hexerklöße wurden besiegt.
Und 54 Erfahrungspunkte und 36 Goldmünzen. So. Hier komme ich wohin? Ah, okay. Werde ich mir später anschauen. Wir werden da bestimmt später hin müssen. So. Wir sind am Lagerfeuer. Ja. Unbedingt. Okay, Gegenstände schmieden. Stufenaufstieg. Ah, stimmt, für eine Mission. Ja, genau, jetzt fällt es mir wieder ein. Dank der im Zuge seiner Abenteuer gesammelten Erfahrungen hat Mike neue Handwerksfähigkeiten erworben. Mikes maximales Potenzial erhöht sich um 3 Punkte. Mike erlernt Zwillingsschlag. Zwillingsschlag ist ein starker, simultaner Schlag auf 2 übereinander liegende Felder. Mike erlernt blitzschneller Schlag. Okay, das hier wird mir jetzt alles ein bisschen zu viel, was wir hier auf einmal so alles lernen. Blitzschneller Schlag ist ein weicherer Schlag mit halber Stärke. Er ist perfekt, um empfindlicheren Gegenständen den letzten Feinschliff zu geben. Okay. Das hört sich ja dann nochmal gut an. Denn da gab es ja immer so einige Stellen, wo ich denke, ach, ich würde gerne nochmal draufschlagen, aber dann wäre es dann doch immer noch zu viel. Okay. Das ist die pfiffige Schmiede. Du kannst damit brandneue Gegenstände herstellen oder vorhandenes umarbeiten. Okay. Waffenschmieden. Schwert. Nein. Messer auch nicht. Okay. Rüstungsschmieden. Schilde. Schuppenschild. Hatten wir das nicht? Doch, er hat das ausgerüstet, aber eigentlich haben wir das. Im Besitz steht doch da eins. Oh, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. So. Das hier haben wir nicht, die Federkappe. Würde ich dann gerne schmieden. Oh, das wäre so toll. Okay, schmieden wir. Moment mal. Besondere beim Stufenaufstieg erlernte Schmiedfähigkeiten. Ein starker, vertikaler Schlag über 2 Felder. Nee, das würde ich dann hier einsetzen. Okay. Gut, ich gehe aufs normale Schmieden. Okay. Dann hier nochmal. Da kann man nochmal draufschlagen. Das war knapp. Okay. Hier würde ich auch nochmal gern draufschlagen. Noch einmal. Okay. Hier. Das ist ein Perfekt. So. Willing, nein. Blitzschneller Schlag. Den würde ich gern hier drauf machen. Ah, selbst das ist jetzt noch ein bisschen zu viel gewesen. Aber okay. Möchte ich dann fertigstellen. Jawohl. Die Federkappe ist mir gelungen. Gelungen. Ich hatte ein bisschen Hoffnung, dass ich vielleicht doch ein Perfekt hinbekomme. Ich musste irgendwas herstellen, das mindestens plus 1 hat oder besser ist, ne? Ich weiß nicht mehr, was das gewesen ist. Zubehör. Ringe, den Goldring, stimmt. Der Goldring ist es gewesen. Ja, ich erinnere mich wieder. Für seinen Sohn, ne? Okay. Ja, ich habe jetzt nicht gespeichert, falls ich mir das versemmle, aber ich bekomme das hin. Darf nicht, dürfte nicht so schwer sein. Okay. Hau ich nochmal drauf. Nochmal. Nochmal. Okay, das lasse ich dann so. Zwillingsschlag. Für hier. Okay. Dann kann ich auch einfach nur beim normalen Schmieden bleiben. Okay. Ich würde das gerne so lassen und fertigstellen. Bist du sicher, dass du den Goldring fertig bearbeitet hast? Ja. Ich bin mir sicher. Und? Gelungen. Plus 2. Seht ihr, das Mindeste war plus 1. Jawohl. In den Beutel. Sehr schön. Okay,
Ich habe aber noch eine Rüstung, die ich glaube ich schmieden konnte, oder? Hüte? Nee, da habe ich. Da fehlt mir noch was. Die haben wir bereits. Rüstung. Okay, Schuppenpanzer. Okay. Wollen wir doch mal, oder? Zack. Ich glaube, ich habe hier was benutzt, was ich für den anderen Auftrag benötigt habe. Oh. Okay. Ich glaube, hier benutze ich mal den Zwillingsschlag. Okay. Hier auch. Okay. Schmieden. Hier würde ich einmal gern draufschlagen. Oh, das ist ein bisschen too much gewesen. Mist. Okay. Dann blitzschneller Schlag. Perfekt. Blitzschneller Schlag auch hier. Das war knapp. Blitzschneller Schlag für hier oben. Jawohl. Okay. Ich habe mir eins versemmelt. Fertigstellen. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht. Komm, sei nicht ganz so schlecht. Bitte. Gelungen. Schuppenpanzer plus 1. Immerhin. Mike erhält 2 Perfektionistenperlen. Okay, ich würde dann nochmal eine Rüstung herstellen, ne? Rüstungen. Okay. Jawohl, ich bin mir sicher. Okay. Schmieden. Hier würde ich gerne nochmal den blitzschnellen Schlag einsetzen. Hier schmiede ich. Das lasse ich so. Perfekt. Okay, hier auch nochmal. Ah, ich hätte hier vielleicht den blitzschnellen Schlag einsetzen sollen. Das mache ich aber hier. Perfekt. Schmieden. Du hast nicht genug Potenzial. Was? Schlechter Scherz jetzt. Ist das dein Ernst? Ich kann doch so nicht aufhören. Guck mal, wie das aussieht. Warum geht das denn nicht? Potenzialkosten. Kostet 5 und ich habe nur noch 4. Ah, schön, dass ich jetzt erst darauf achte. Ich kann das nicht so fertigstellen. Begutachten. Mike nimmt den Bronzeharnisch gründlich unter die Lupe. Wenn er jetzt aufhört, wäre das Endprodukt vermutlich ziemlich gut. Oh, echt jetzt? Mir bleibt ja auch nichts anderes übrig. Ich kann nichts mehr machen. Fertigstellen. Ich muss es fertigstellen. Na super. Aber es ist mir gelungen. Boah, ich hätte hier vermutlich noch ein Perfekt hinbekommen können. Bronzeharnisch plus 1. Mike erhält 2 Perfektionistenperlen. Okay, Gegenstände umarbeiten. Ich mach Perfektionistenperlen 20. Ich möchte gar nichts mehr machen. Ich höre hier auf. So. Okay, dann rede ich mal mit dir. Diese Veronica hat ja eine ziemlich große Klappe. Aber ob sie wirklich so gut klarkommt, wenn es mal richtig brenzlig wird? Sie hat ja gesagt, sie wäre eine mächtige Weise aus Antiquia. Das muss schließlich irgendwas bedeuten, oder? Ich habe aber keinen Schlimmer. Was? Keinen Schimmer. Meine Güte. Nanaki, kannst du heute nicht lesen. Ich war gerade mit meiner Schwester Serena auf Reisen. Da sind wir auf dieses Dorf gestoßen. Ich dachte, ein kleiner Abstecher ins Bad wäre bestimmt eine nette Entspannung. Aber kaum gehen wir hinein, da greift uns auch schon eine Bande Monster an. Mal ehrlich, was ist bloß aus dieser Welt geworden? Jedenfalls haben sie mich entführt und in ihr Versteck verschleppt. Dieses riesige unterirdische Labyrinth draußen im Westen. Wenn du bereit bist, müssen wir sofort dahin. Serena braucht uns.
Okay. Auf jeden Fall. Du bist auf. Ich weiß ja nicht, wie alt du bist, aber du bist auf jeden Fall sehr klug. Also, das hört man. Also, es lässt sich rauslesen, als wärst du sehr klug. Sagen wir es mal so. Willkommen beim weltreisenden Warenhändler. Wie kann ich euch dienen? Ich glaube gar nicht, oder? Oh, doch. Bronzeschild. Super. Kann ich mir aber nicht leisten, weil wir haben kein Geld. Die Federkappe kann ich aber kaufen. Immerhin. Wer möchte die denn haben von euch? 3. Ich glaube, die geben wir Eric. Jawohl. Lederhut kommt raus. Na, genau. Ergibt Sinn. Jawohl. Okay. Können wir noch? Nee, können wir nicht. Wir haben kein Geld mehr. Absolut gar keine Moneten mehr. So, dann würde ich jetzt eben noch schnell speichern. Okay, abgespeichert habe ich. Dann können wir jetzt mit ruhigem Gewissen weiterziehen, oder? Ich würde aber sagen, wir übernachten dann, oder wie war das? Genau, Statue um Hilfe bitten, nein. Lager abbrechen, ausruhen. Wie lange? Ich würde sagen, bis Tagesanbruch, ne? Genau. Sehr schön. Okay. So, dann habe ich diese Mission abgeschlossen. Ich hoffe, die andere habe ich mir nicht versemmelt. Wisst ihr, was ich machen möchte, Leute? Moment mal. Ich werde jetzt nochmal zurücklaufen nach Onsen. Und werde die Missionen abschließen. Ihr braucht keine Angst zu haben. Ich werde euch den Rückweg rausschneiden. Wir sehen uns gleich in Onsen wieder. So, willkommen zurück in Onsen. So, Moment. Erstmal hier bei dem Schmieden. Ich hoffe, ich habe es mir bei ihm nicht versemmelt. Denn ich glaube, ich hätte ihm das Material geben sollen und ich habe das, glaube ich, verwendet. Ihr hattet Erfolg, mein Freund. Ich muss euch bitten, gebt mir nun das Erz. Mike überreicht das Eisenerz. Oh, super. Ich muss gestehen, dass wir genug Erz hatten. Dies war nur ein Test. Ihr habt bestanden. Ihr seid ein wahrer Bergmann. Behaltet das Erz. Mike erhält das Eisenerz. Doch auch dieses Buch soll eure Belohnung sein. Es gehört nun euch. Mike erhält ein Anleitungsbuch mit dem Titel Ich liebe Eisenwaffen. Er liest es von der ersten bis zur letzten Seite durch und lernt den unglaublichen Inhalt auswendig. Mike lernt ein Eisenbreitschwert herzustellen. Mike lernt einen Gusseisenbiehändler herzustellen. Super. Ihr habt viel gelernt über den Bergbau, das Erz und über euch selbst. Jawohl, geschafft. Diese Mission wurde bravourös bewältigt. Sehr schön. Wunderbar, abgeschlossen. Ach, prächtiges Erz. Moment, ich sehe das doch noch irgendwo, ne? Bei Verschiedenes, oder? Hoch? Verschiedenes. Alle heilen. Stelle im Handumdrehen die LP sämtlicher Gruppenmitglieder vollständig wieder her. Nichts passiert, alle sind schon topfit. Ach, so geht's auch. Ja, super. Danke fürs Gespräch. Das wird mir bestimmt jemand schon unter das letzte oder vorletzte Video geschrieben haben. Für was kam denn jetzt diese Gruppe? Geschickte Gruppenheilung. Nichts passiert, es sind alle topfit. Charakterbaukasten. Entwickle die Fähigkeiten deiner Gruppenmitglieder, indem du Talentpunkte zuweist. Ja, das kennen wir ja. Aufstellungen. Lege fest, welche Gruppenmitglieder beim Kampf gegen Monster zuerst aufs Schlachtfeld ziehen. Ja, sie ist nicht hier drin. Okay. Missionsverzeichnis, genau. Abgeschlossen, abgeschlossen. Sehr schön. Einen Ring sie ewig zu binden in Arbeit. Genau, eigentlich ist das auch schon abgeschlossen. Wir müssen einfach nur zu dem Vater. Wir müssen einfach nur zu dem Vater. So, dann wollen wir mal hier rein. Der ist doch hier hinten, ne? Ja, ich weiß, deinen Vater suchen wir immer noch. Den suchen wir immer noch. Hier. Wunderbar. Habt ihr ihn in den Ring? Ein goldenes Meisterwerk. Strahlend wie die Sonne. Ja. Mike überreicht den Goldring plus 2. Oh je, jetzt bin ich gespannt. Ein Wunder, hurra! Noch prächtiger als erhofft. Hier, nimm dies zum Dank. Mike erhält einen Kreuzerrang.
Geschafft, diese Mission wurde bravourös bewältigt. Du hast dem Schmied in Onsen den Ring gegeben und wurdest dabei noch einmal daran erinnert, dass die pfiffige Schmiede nicht nur dazu dient, Dinge herzustellen, sondern auch verwendet werden kann, um sie zu verbessern. Seid bedankt, ich hab zu danken. Wunderbar, alle Missionen habe ich bisher erfolgreich abschließen können. Das freut mich sehr. Das freut mich wirklich sehr, denn ich könnte mir vorstellen, dass es dafür auch eine Trophäe gibt. Mich interessiert ja jetzt wirklich, für was diese andere Trophäe gewesen ist. Ich bin neugierig. Ich werde euch mal gerade rausschneiden. Ich werde mir das mal gerade angucken. So, ich habe das Ganze für euch jetzt abgekürzt. Und ich habe mir die Trophäe angeschaut. Und zwar ging es darum, dass ich fürsorglich bin mit meinen Mitstreitern. Und dass sie zu 100% geheilt sind. Also ich denke, weil ich das hier dann ausprobiert hatte, hier mit dem Verschiedenes auf alle heilen und dass das nicht funktioniert hat und dass es da halt dann eine Trophäe dafür gab. Ganz toll. Also schön. Ansonsten glaube ich, hätte ich das nicht herausgefunden, wenn ich da jetzt nicht so ein bisschen da rumgedrückt hätte. Denn das war auch eine versteckte Trophäe gewesen. So, ich glaube, alle Trophäen, also ich habe jetzt nicht so durch die Liste jetzt durchgeschaut, aber die meisten sind versteckt gewesen. So, hier kann ich auch noch mal ein bisschen rumklopfen. So, dann nimm mal alles mit, was da rumliegt. Klumpen Eisenerz. Und hier liegt auch noch mal Eisenerz. Und hier liegt Kupfererz. Kupfererz. Sagte ich gerade Kupfer? Ich meinte Kupfererz. So, ich werde hier auch nicht durchkommen, ne? Hier ist auch schon wieder so eine rote Tür. Da ist doch nur eine Kiste drin. Also ich würde da noch nicht mal weit kommen. Mist, aber in dieser Kiste ist bestimmt irgendwas ganz Tolles drin, was ich vermutlich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht besitzen darf. So kommt es mir gerade vor. So. Wirkt Säusel ein. Nein. Oh, hey. Naja. Veronica wehrt sich. Die anderen beiden dürfen sich auch gerne wehren, ne? Was ist das? Mehrere Mitglieder der Gruppe können nicht zaubern, ne? Das ist stumm, oder? Man kann zurzeit keine Zauber wirken. Ja, okay, alles klar. Ich hatte jetzt auch nicht vor, hier jetzt zu zaubern. Also von mir aus. Kann ich meine Kubkraft einsetzen? Oder zählt das dann auch unter Zauber? Nein, zählt es nicht. So. Jawohl. So, dann probier du uns mal anzugreifen. Ich werde auf Verteidigen drücken. Ja, jetzt bist du auch weg. Finde ich cool. So, die Hexerklöße wurden besiegt. Immerhin, das ist doch was. Und 54 Erfahrungspunkte und 36 Goldmünzen erhalten wir. So, hier unten ist nochmal ein Bongo Bongo. Komm, vielleicht mit einer anderen Gegnerkonstellation? Ja, hallo! So, ich glaube, hier werde ich dann aber dann auch ein bisschen zaubern. Okay, hier ist auch die Zustandsveränderung weg. Aber ich glaube, ich bin hier gerade ein bisschen zu schnell gewesen. Ich wollte eigentlich in diesem Menü bleiben, wo wir eben waren. Wo wir eben gewesen sind. Da sind wir immer bei Kampfbeginn. Aber da komme ich jetzt auch nicht mehr hin, ne? Taktiken. Ah, doch, hier. Aufstellung. Ja, Taktiken. Ja, ne, funktioniert nicht. Ich habe keinen Einfluss auf Veronica. Okay. Sehr schade. So, komm, mach den Hexerkloß fertig. Komm, Mike. Jawohl, jetzt nur noch Bongo Bongo. Komm schon, den schaffen wir. Veronica, und sie legt ihn nicht, das ist schade. Sag mal, kann das sein, dass der hier jetzt mehr verträgt als die anderen Bongo Bongos? So kommt es mir gerade vor. Genau. Komm ja nicht zurück. Bongo, Bongo. Aber er wird wieder zurückkommen, Veronica. Und wir haben 87 Erfahrungspunkte und 54 Goldmünzen erhalten. Sehr, sehr nice.
Oh, Kreaturenkiller. Für das Besiegen von 300 Monstern. Oh, okay. Oh, noch eins. Für den Erhalt von mindestens 10 Ehrungen. Möchtest du weggehen? Ich habe das Gefühl, dass wir jetzt gleich gegeneinander kämpfen müssen, nur weil du mir auf die Pelle rückst. Okay. Sicherheitsabstand, eine Armlänge Abstand. Okay. So, jetzt bin ich gespannt. Kommt hier keine Szene? Nein, es kommen keine Szene. Ich dachte, vielleicht eine Cutscene wird hier kommen, aber scheint nicht so. Okay, hallo. Hey, ich wollte eigentlich mit meinem Schwert dich angreifen. Eine Gruppe von Gegnern erscheinen. Okay, den rechten kennen wir. Und was? Draco, was? Zaubern, Knister. Draco Magus. Okay. Und? Oh, es hat nicht ausgereicht. Hat leider nicht ausgereicht. Dann kümmere du dich mal um den Hexakloß. Hallo? Darf ich wieder mitspielen? Mike muss geheilt werden. Na, jetzt reicht's aber mal. Nee. Zaubern? Nee. Greif du nochmal den Hexakloß an. Okay. Der ist raus. Dann zauber du mal mit Knister. In der Hoffnung, dass die ja dann jetzt auch erledigt sind. Die sind erledigt. Sehr gut. Mehrere Feinde wurden besiegt. Die Gruppe von Gegnern wurde besiegt. 73 Erfahrungspunkte und 44 Gold und eine Schatztruhe. Grüne Kleinod zur Aufbewahrung in den Gegenstandsbeutel. Jetzt haben wir schon zwei von denen. So. Verschiedenes. Alle heilen. Die Wunden der Gegner wurde geheilt. Einfach so? Oder sind jetzt die MP gesunken von Mike? Ich habe da jetzt nicht drauf geachtet. Weil ich der festen Überzeugung war, dass das nicht funktioniert. Ich dachte, das würde nicht funktionieren. Oh, euch gibt's zu viert. Super, dann lohnt es sich ja auf jeden Fall, hier Knister einzusetzen. Ja, du greif einfach mal an. Und du kannst aber Knister einsetzen. Oh, die Abwehrkraft Veronikas. Oh. Aber sie heilt immerhin meine MP. Au. Oh. Mega-Schwächung. Hör auf damit. Nein, das möchte niemand. Bitte nicht Mega-Schwächungen einsetzen. Zauber Knister. So, dann müssten die aber erledigt sein. Mehrere Feinde wurden besiegt. Die Draco-Magie wurde besiegt. 92 Erfahrungspunkte bekommt jeder und 52 Goldmünzen. Super. Ah, das hier ist dieser Labyrinth, ne? Okay. Hier sind auch überall diese Wurzeln hier. So, dann erstmal hier hinlatschen. Oh, neue Gegner. Oh, Leute, Moment. Oh, tut mir leid. Ich musste niesen. So, okay, jetzt aber. Was ist denn los? Du siehst aber aus wie Gary. Okay, ja, ein bisschen Ähnlichkeit ist schon da. Du bist eine Schnecke. Miau, vielleicht miaut sie auch, diese Schnecke, aber ich glaube wohl eher weniger. Sicher, Kriecher, okay. Den anderen Namen ist denen auch nicht eingefallen, okay, aber stark bist du jetzt nicht. Also so wahnsinnig viel hat er jetzt nicht ausgehalten. Oh, super, der Nächste, der jetzt seine Kubkraft hat. Ja, Mike, du musst noch ein bisschen warten. Auf Eric, falls du so lange durchhältst. So, 45 Erfahrungspunkte, 29 Goldmünzen. Hier haben wir unsere nächste Schnecke. Schnecken. Sicher, Kriecher, was ein Name. 22. Zack. Also auch nur 30. Wenn man 22 und 8 addiert, sind wir vergiftet. Nein, stumm. Okay. Damit kann ich arbeiten, damit kann ich umgehen. Mit Vergiftung, das wäre jetzt wieder so ein Ding gewesen. Da weiß ich nicht, ob ich das unbedingt wollen würde. Und 44 Erfahrungspunkte. Oh. Oh. Wer bist du denn?
Erinnert mich so an diese Holzfigur. Die gab es mal im Biologieunterricht. Die kennt ihr bestimmt alle. Die ist doch sehr bekannt, diese Holzfigur da. In so einem Ständer. Die hat auch bestimmt einen Namen. Da gibt es bestimmt einen Namen für. Ich weiß es nicht. Das nächste Mal, wenn ich euch rausschneide, werd ich mal googeln. Oh, bizarres Ballett. Oh, fancy. 2 MP. Nur weil du jetzt ein bisschen gedanced hast, bekommst du 2 MP. Okay, sehr interessant. 53 Erfahrungspunkte. Und eine weitere Schatztruhe. Mit Fledermausflügeln. Sehr nice. Okay. So. Okay, Moment, ich muss die Karte nochmal öffnen. Okay, hier geht scheinbar eine Treppe runter. Okay. Gut. Dann werden wir uns aber dann erst in der nächsten Folge hier weiter umschauen. Denn diese Folge hier könnte ein bisschen was an Überlänge haben. Obwohl. Ja, schneid ja hier die Rückwege noch raus und so. Also, ja. Wir werden sehen. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Einschalten und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.